Hallo und moin. Heute endlich mal wieder was aus Beton. Ich habe zwei kleine Lampen gebastelt. Und zwar habe ich einfach Weihnachtskugeln genommen aus Glas, die ich sonst nicht mehr gebraucht hätte. Und ich dachte mir, Weihnachtskugeln kann man auch das ganze Jahr benutzen, wenn man sie umwandelt. Das ist eine schöne Variante dafür, finde ich. Ich habe das einmal für ein LED-Teelicht gemacht und ihr könnt natürlich auch eine kleine Lichterkette reinmachen. Ich habe da so eine 10er Lichterkette genommen und ich finde, das sieht echt ganz schön aus und ist ganz einfach zu machen. Wie ich das gemacht habe, möchte ich euch jetzt gerne zeigen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, für die kleine Lampe braucht ihr natürlich wieder eine Weihnachtskugel. Und ein LED-Teelicht. Ich habe hier schon einmal einen so einen Pappstreifen rumgeklebt. Dann braucht ihr nochmal so eine Pappstreifen. Ich habe das in so eine Rolle. Die kommt da oben drauf. Und da müsst ihr bitte eben drauf achten, dass das nachher da so rauf passt. Dass das groß genug ist, die Rolle. Dann habe ich hier den Boden von so einer Chipsdose genommen. Ich habe mir da schon einmal doppelseitiges Klebeband reingetan. Dann braucht ihr noch einmal, ich habe hier jetzt so Malerkleber. Und da packe ich jetzt noch einmal rundum das LED-Teelicht ein. Das braucht nicht schön zu sein, Hauptsache das hält. Dann klappe ich das einfach rum. Ich habe das LED-Teelicht deswegen eingepackt, damit das natürlich dann auch hier unten reinpasst. Wenn wir das nicht einpacken, dann wird das ein bisschen eng. Und so haben wir nur ein bisschen Luft und dann passt das nachher gut da rein. So, wenn das soweit fertig ist, klebe ich das einfach hier so mittig drauf und fülle meine Betonmischung ein. Immer schön schütteln. Dann noch ein bisschen rein. Wenn das da oben rumklebt, das macht dann nichts. Und füllt das nicht zu hoch, sonst guckt nachher nicht genug das Teelicht raus. So, wenn es das fertig ist, ich habe hier schon mal eins fertig. Das können wir eben auspacken. Kann man das alles so rausnehmen. Das Teelicht da so rausdrücken. Da ist jetzt noch die Verpackung drin. Das ziehe ich eben einmal raus hier. Und dadurch, dass wir es eingepackt haben, passt das Licht da richtig gut rein. Oh, das brennt sogar noch. So, und wer möchte, kann das natürlich auch, manchmal ist das ein bisschen rau, noch ein bisschen mit Schleifpapier bearbeiten, dass die Kanten schön rund sind. Und dann kann man natürlich dann das auch ein bisschen dekorieren. Mir reicht hier schon so eine kleine Litze oder ihr malt das eben an. Und das war es eigentlich schon. So, das sind jetzt die fertigen Lämpchen mit den Weihnachtskugeln. Dies hier für das LED-Teelicht. Und ihr könnt dann natürlich auch eine kleine Lichterkette reinmachen. Ich habe da so eine kleine 10er Lichterkette reingetan. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr die Kugeln auch noch festkleben mit ganz einfachen Kraftkleber von Uhu oder welche Sorte ihr auch immer nehmen möchtet. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder was Neues zeigen und viel Spaß beim Nachbasteln.